So, schönen guten Tag. Mein Name ist Diana Schletter. Ich bin Elternratsvorsitzende der 128. Opernschule sowie Elternrat in der 129. Grundschule. Bei uns soll, das ist übrigens der Standort Rudolf-Berg-Andering, ein Containerdorf errichtet werden. Wir haben bereits jetzt an der 129. Grundschule einen Migrationsanteil von 63%. In der 128. Oberschule einen Migrationsanteil von 60%. Grundlegend will ich sagen, ich möchte niemals in die Verlegenheit kommen müssen, mit meinen Kindern zu fliehen. Das steht außer Frage. So sieht's aus. Aber wie wird das gehandelt mit den Familien, mit den Kindern? Auf welche Schule kommen die? Wie viele DATS-Schulen gibt es in Dresden? Wer soll das abfangen? Wir haben diesen Standort vor den Kopf geknallt bekommen, in Steinwurfweite einer Oberschule, in unmittelbarer Nähe einer Grundschule, mehreren Kindergärten, Kinderkrippen sowie des Kinder- und Jugendnotdienstes, welcher bis brechend voll unters Dach ist. Wie wird das gehandelt? Kann man denn diesen Standort nicht noch einmal überdenken? Na? Für mich ist das einfach nicht tragbar. Unsere Töchter werden zu Frischfleisch, ich sage es so. Unsere Söhne werden zu Opfern, die werden abgezogen. Wie ist dort Ihre Bereitschaft, ein Sicherheitskonzept zu erstellen, was uns alle zufriedenstellt? Dort sind Haltestellen. Im Herbst und Winter ist es dunkel. Ich möchte nicht wieder damit anfangen, meine jetzt sehr selbstständigen Kinder wieder in die Schule zu bringen. Wie verfahren Sie damit? Warum wird dieser Standort, weil es wahrscheinlich der größte ist, mit der größten Containerburg vollgestopft? Und dort sollen laut Angaben nur alleinstehende Männer hinkommen. Ich möchte bitte eine Antwort.